Ob It-Girl Paris Hilton, Popstar Justin Bieber oder Supermodel Naomi Campbell. Sie alle kommen hierher. Ibiza. Nicht nur bekannt für wunderschöne Strände, sondern auch für legendäre Clubs. Vergangenes Wochenende war die Ibiza-Party aber nicht am Mittelmeer, sondern am Traunsee. Genauer gesagt im Schloss Orkt. Ich habe immer schon meine Idee gehabt, dass ich da irgendwas mache. Nur war ich da 17 Jahre alt, das war doch ein bisschen ein junges Alter dafür. Und ja, irgendwann habe ich mit meinen zwei Freunden gesagt, hey, wir haben jetzt die Chance, machen wir's. Glitzerort, der Name gleichzeitig das Motto. Von der Kleidung bis hin zum Make-up. Alles glänzt und funkelt. Das Badezimmer schaut furchtbar aus, weil es fliegt alles durch die Luft. Du musst vorher die Körperluschen auftragen und dann mit dem Pinsel. Ja, ich hab mir gedacht, ich mach's ein bisschen auf extrem, weil Glitzerort ist einfach für Glitzer gedacht und das sollte mir einfach auffallen. Genauso aufwendig wie das Make-up sind auch die Vorbereitungen. Ein halbes Jahr wird geplant. Mehr als 30 Personen sind allein fürs Marketing zuständig. Es geht eigentlich die letzten 4 Tage jetzt eigentlich fast durch. Ja, also ich glaube, der Tag heute wird hier um die 22 Stunden haben und danach werden wir sicher noch Bier trinken. Ich bin schon gestern angereist. Ja. Ich habe noch gebunden als solches genossen und habe mir ein bisschen die Touri-Pfade irgendwie vorgenommen und alles irgendwie abgegangen. Wahnsinnig schön hier und ich komme definitiv wieder. Aber der Arbeitstag heute hat begonnen, heute Mittag. Ja. Da habe ich angefangen, ein bisschen vorzubereiten, was ich heute Abend spielen möchte. Ich habe heute den Tag um 9 in der Früh angefangen, werde bis 3 spielen, dann zum Hotel fahren, ein bisschen schlafen, nach Wien fahren. Also fast mehr als 24 Stunden diese ganze Arbeit. Und der war auch nötig, um die Hochzeitslocation in eine Glitzerparty zu verwandeln. Etwa 300 Liebespaare im Jahr geben sich hier das Ja-Wort. Feiern statt heiraten. Es geht auch beides. Am schönsten wäre natürlich, wenn jemand auf Glitzerort heiratet. Das könnten wir auch bieten mit einem eigenen Raum, mit einer eigenen Bar. Und das wäre für uns eigentlich doch das Sahnehäubchen auf der Veranstaltung. Und wer seinen Traumprinzen noch nicht gefunden hat, der kann hier ja noch Ausschau halten.